Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider First Adventures. Ja, wir sind immer noch im Kai an der Themse, oder besser gesagt in dem Level Kai an der Themse. Wir sind natürlich nicht in einem Kai. Obwohl wir hier natürlich in irgendeinem Untergrundbereich sind, der durchaus was mit, ja, ich weiß nicht so genau, also es könnte halt Themsenwasser sein, was hier irgendwie eingelassen wird und wieder abgelassen wird. Wir wissen es nicht hundertprozentig genau, es ist wie so eine Untergrundindustrie-Kanalisationsanlage. Es geht ja schon wieder gut los. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir den Level jetzt relativ flott zu Ende bringen können. Also wir sind zwar noch nicht direkt auf der Zielgeraden, aber allzu viel ist es nicht mehr. Ich habe die Helligkeit hier im Spiel ein bisschen hochgedreht, weil ich gedacht habe, dass ja YouTube das sowieso immer noch mal ein bisschen dunkler macht und ich finde es halt teilweise schwierig, das manuell dann im Nachhinein heller zu machen. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Ich glaube, das könnte halt ganz gut gehen. Und die zweite Ankündigung ist, dass ich jetzt beschlossen habe, aufgrund der Zeit jetzt einfach ein bisschen faul zu sein, was die Rendereinstellungen und sowas betrifft. Also sprich, das mit der Helligkeit, das läuft da halt auch so ein bisschen mit rein. Dass ich das jetzt hier im Spiel mache, dann muss ich mich nicht hinterher damit befassen und muss das nicht bei jeder Aufnahme einzeln machen und dran denken, eventuell, nur um dann wieder festzustellen, dass es vielleicht doch nicht so hundertprozentig toll ist. Und ja, ich mache es jetzt halt, wie gesagt, einfach mal so. Und wegen den Rendereinstellungen allgemein. Es ist ja so, dass ich halt mir eigentlich vorgenommen hatte, mir Zeit zu nehmen, ein bisschen Einstellungen eben zu finden, womit ich halt diese Fraps-Aufnahmen hier relativ gut auf eine gute YouTube-Qualität konvertieren kann, beziehungsweise eben auf eine Qualität, die bei YouTube gut aussieht, sagen wir es mal so rum. Denn ja, wie gesagt, bei mir auf dem Rechner sieht es eigentlich ganz gut aus, das fertige Filmchen. Es ist auch nicht mehr so wahnsinnig groß. Es ist immer noch ein bisschen was, aber es geht. Aber bei YouTube, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, obwohl ich mich da an die Einstellungen halte, ist es nicht optimal. Aber ich muss jetzt halt wirklich ganz klar sagen, als Kompromiss. Ich meine, bisher hat es halt, es war halt mit dem Movie Maker nicht besonders schön, aber ich glaube schon, dass es eine kleine Verbesserung im Vergleich zum Movie Maker gibt. Und bevor ich jetzt halt ewig, ja, Zeit reinstecke, beziehungsweise eigentlich ist es ja noch nicht mal die Zeit, sondern ist dann quasi einfach der Aufwand für mich persönlich, dass ich mir halt sage, okay, du nimmst dir jetzt einfach die Zeit dafür, dich mal damit auseinanderzusetzen. Da ist halt die Hemmschwelle einfach sehr viel größer, mich dann mal hinzusetzen und mal eine Aufnahme zu machen und wieder rumzuprobieren, wodurch es halt zwischen den Aufnahmen zu wesentlich mehr Zeitfenstern kommen kann, also zu wesentlich längeren Zeitintervallen, zu wesentlich längeren Pausen. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich mache das ganz faul, einfach so, wie ich das jetzt für mich so gefunden habe, dass die Filmchen auf dem Rechner gut aussehen, bei YouTube halt nicht optimal, aber okay, dann kann ich mir das jetzt erstmal sparen und kann halt erstmal hier Tomb Raider weitermachen, komme ein bisschen vorwärts, kann immer mal wieder ein bisschen was hochladen. Und ich glaube, das ist für den Großteil von euch auch wichtiger, als dass es jetzt hier so eine super tolle Qualität hat, die ich irgendwann irgendwie mühsam zusammengepuzzelt habe. Und deswegen würde ich es jetzt einfach mal dabei belassen. Mit den anderen Projekten, ja, sage ich jetzt auch mal noch ganz kurz, die muss ich dann jetzt doch leider aus Zeitgründen eben komplett auf Eis legen, weil es halt sonst einfach nicht geht. Sonst kann ich halt gar nichts für den Kanal machen und das wäre irgendwie schade. Und dann mache ich jetzt einfach Tomb Raider weiter. Dann hoffe ich einfach, dass ich jetzt in absehbarer Zeit Tomb Raider 3 quasi durchspielen kann. Und und dann schiebe ich halt nichts weiter dazwischen, sondern ziehe das halt einfach durch.
Und dann, ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht habe ich ja zwischendurch immer mal wieder noch Zeit, mich dann doch mal um Einstellungen zu kümmern. Aber dadurch, dass das halt im Moment für mich nicht absehbar ist, ja, wie gesagt, ist das jetzt für mich so die angestrebte Lösung. Okay, ja, jetzt habe ich gesagt, wir beenden den Level schnell. Jetzt habe ich hier schon irgendwie 5 Minuten erzählt oder so. Apropos, ich wollte mir eigentlich hier einen Wecker daneben stellen, dass ich die Folgen wieder manuell schneiden kann, weil das finde ich immer günstiger, als wenn ich das dann irgendwie mit dem Schneideprogramm machen muss. Noch eine letzte Ankündigung. Ich habe diesen Teil hier, also nicht den kompletten letzten Level, sondern nur bis zu einem gewissen Punkt, nicht den kompletten letzten Teil des Levels, sondern eben nur bis zu einem gewissen Punkt habe ich schon mal eine Aufnahme gemacht. Aber ja, das Problem ist, dass ich mal wieder nicht damit zufrieden war und ich habe das eben an einem Abend gemacht und ich war ein bisschen zerstreut und habe irgendwie wirres Zeug geredet und habe dann irgendwann gesagt, nee, und habe es dann einfach abgebrochen und deswegen ist jetzt hier der erste Teil auch nicht blind und geht dadurch ein bisschen schneller. Ja, also wir sind jetzt hier in dem dritten großen Wassertank angekommen. Wir hatten ja da vorne, ganz am Anfang war ein Wassertank, wo dann unten so ein Wasserkorridor mit Schiffsschrauben waren, wo wir uns irgendwie durchgeschlängelt haben, nachdem wir irgendwelche Schalter gedrückt haben. Dann gab es jetzt hier den zweiten Wassertank und sind dann hier in diesen dritten nur rangekommen, weil wir eben Wasser in dem zweiten drin hatten und da durchschwimmen konnten. Der dritte war jetzt hier am Anfang leer, aber wir haben jetzt ganz zum Ende der letzten Aufnahme einen Schalter gedrückt, wodurch wir jetzt eben auch Wasser hier drin haben. Und dann schauen wir uns jetzt hier einfach mal um. Oh nein. Ja, der Alarm geht los. Das war doch irgendwie absehbar. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Also wir sehen jetzt schon, hier gibt es eine Klappe. Die ist zu. Das ist bedauerlich, weil da wollen wir vielleicht durch. Ansonsten gibt es hier nichts weiter an Pickups oder an Hebeln oder an Schaltern. Auch ein bisschen bedauerlich, aber wir gucken gleich mal. Da hat sich eine Tür geöffnet. Ah, das ist jetzt natürlich schade. Ja, da ist nämlich jemand, der da ganz aufgeregt umherläuft, aber der hat uns jetzt quasi, der ist quasi kurz rausgekommen offensichtlich und ist dann wieder reingegangen und findet uns jetzt nicht mehr. Deswegen müssen wir da halt auf diese Plattform drauf. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Ja, da ist er. Na. Nein. Naja, nicht optimal, aber okay. Sagen wir das mal so. Ach so, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Mist. Ja, wir gucken uns hier mal kurz noch auf dem Steg ein bisschen um. Wie gesagt, ich weiß ja jetzt schon, was es hier gibt, aber nur, dass wir es schon mal so ein bisschen im Auge haben. Wir können hier oben langhangeln. Also wir können uns da festhalten und dann darüber. Aber, also da sehen wir irgendwie, da ist irgendwie ein Korridor oder sowas mit einer Kriechnische. Und wir sehen direkt unten drunter ist halt auf diesem Dreieck Stacheldraht. Ich weiß ehrlich gesagt halt nicht genau warum. Obwohl, ich habe eine Vermutung, wenn ich mir das hier so angucke. Sind ja jetzt hier quasi, genau, wir sind ja jetzt hier auf dieser Bahn und die ist, nee, die ist nicht ganz auf der Höhe von diesem Wasserviereck, wenn ich das richtig sehe. Also Wasserviereck, sage ich schon, auf der Höhe der Luke. Ein Wasserviereck wird das dann. Das werden wir gleich sehen, wenn wir jetzt hier wieder Wasser aus diesem Tank ablassen. So, also das nur schon mal so als Info, aber das Lächerliche an der Sache ist, da habe ich mich das letzte Mal halt auch ein bisschen, ja,
habe ich nicht so genau gewusst, was mir das Spiel damit sagen möchte. Solange wie hier Wasser in diesem Tank drin ist, können wir da nicht langhangeln. Da fällt Lara einfach wieder runter, sobald sie da an der Schräge irgendwie angreifen möchte. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist halt so. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal hier in diesen Raum. Nee, man hat es nicht. Man hat es nicht gehört. Okay, das ist sehr, sehr schade. Vielleicht hat man es vorhin gehört, als ich hier irgendwie die Rolle gemacht habe, um gegen den Herrn zu kämpfen. Man hört, dass irgendwo was aufgeht, wenn man hier auf dieses erste Kästchen drauftritt. Aber ich habe nicht herausfinden können, was aufgeht. Also es hat so ein bisschen, ist so ein bisschen wie dieses Secret oder wie mehrere Secrets in Tomb Raider 1. Vielleicht geht hier auch irgendwas zu, man weiß es nicht genau. Wo er dann halt irgendwo an irgendeiner anderen Stelle eine Tür aufgeht. Und dann muss man da ganz schnell hin. Ja, es macht leider nicht den Alarm aus. Leider. Aber ich habe nicht rausfinden können, wo das der Fall ist. Also weder in der Aufnahme, noch als ich nochmal kurz nachgegoogelt hatte, weil ich eigentlich in Erinnerung hatte, dass die Secrets irgendwo anders waren. Ja. Jedenfalls, ich habe es nicht rausfinden können, aber man hört es, wenn man da drauf tritt, dass sich irgendwo was öffnet. Vielleicht ist es einfach nur irgendeine Tür, die uns hier hilft, weiterzukommen. Ich weiß es nicht genau. Ja, jetzt ist es ein Wasservereck. Jetzt können wir das auch sehen. So, und meine liebe Lara, du kannst dich da jetzt festhalten und da langhangeln. Es wäre jetzt auch fatal, wenn du jetzt loslassen würdest. Das wäre nicht ganz so gesund für dich, meine Liebe. Ja, der Alarm nervt extrem. Aber wie gesagt, wir werden den so schnell nicht wieder los, leider. So. Alienratten. Ja, sie schweben wieder über den Boden. Es sind Alienratten. So, ein kleines Medipack. Das ist doch mal nicht schlecht. Und wieder zurück. Ist auch nichts weiter gut. Und hier ist auch nichts weiter? Nein. Ja, die sehen auch echt bösartig aus, wenn man sich das anguckt. Die haben rote Augen. Das können keine normalen Ratten sein. Das geht einfach nicht. So, ja, wir haben jetzt den Kristall eingesammelt, aber war hier jetzt nicht noch irgendwas? Ja, jetzt geht die Tür wieder hinter uns zu. Ach so, das große Medipack war hier. Genau, okay. Ja, dann haben wir noch ein großes Medipack. Sehr schön. Man fragt sich jetzt natürlich, ist dahinter vielleicht noch irgendwie was? Das waren ja zwei Türen. Also ich habe auch versucht, in der anderen Aufnahme, nachdem ich das aktiviert hatte, da ganz schnell rüber zu hangeln, um zu gucken, ob sich da irgendwas geöffnet hat. Aber nein. Man weiß es einfach nicht so genau. Ja, wir sind jetzt hier wieder über dem zweiten Wassertank. Was für eine Wohltat. Okay, da müssen wir lang. Wir haben ja gesehen, es ist quasi eine Klappe aufgegangen. Au. Meine Güte, Kollege. Hast wieder nichts bei dir? Das war ja absehbar. Genau, also hier am Ende des Korridors ist ja jetzt wieder so ein Schalter, hat sich wieder so eine Klappe für so einen Schalter geöffnet. So. So, den da haben wir das letzte Mal betätigt. Den können wir auch tatsächlich nicht nochmal betätigen. Da passiert nichts.
Aber wir können diesen Schalter da jetzt betätigen. Achso. Oh nein, auch dieser Schalter beendet nicht den Alarm. So, war jetzt hier nochmal jemand? Nee. So, aber dieser Schalter hat jetzt unseren dritten Wassertank wieder geöffnet, wieder Wasser eingelassen. Geöffnet, sag ich schon. Genau, sodass wir da jetzt unten in diese Luke rein können. Ja, und da ist jetzt leider zu. Schade. Und wie gesagt, ich kann das jetzt gerne mal probieren, mal zeigen. Das können wir leider nicht machen. Warum auch immer. So. Speichern wir nochmal und dann schwimmen wir da unten rein. Ja, und wir machen mal eine Fackel an. Und es bringt gefühlt wieder überhaupt nichts. Ja, ein sehr rostiger Tunnel hier. Aber Harpunenmunition, sehr schön. Von hier kommen wir. Na gut, dann holen wir noch mal kurz Luft. Das kann nicht schaden. Und ganz ehrlich, ich glaube, es war nicht in diesem Level, aber in irgendeinem Level erwartet uns in einem dieser rostigen Kanäle hier eine ungute Überraschung. Und ich habe da gerade so ein bisschen... Ich glaube, hier war nichts weiter. Ich glaube, es war wieder nur die Angst davor, dass es jetzt hier kommt, die ich jetzt wieder so als abgespeichert habe, als es wird was kommen.